So, ein herzliches Willkommen zurück zu Clicker Hero. Genau. So. Mittlerweile für mich nächster Tag. Play. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Folgen ich heute aufnehme. Mal gucken. Aber ich merke schon, das werden ganz schön viele Folgen. Mal gucken, ob ich die alle hochgeladen bekomme. Vor allen Dingen, denn, naja. Dann werden an einem Tag, wie gesagt, ich werde immer alle dann am Sonntag veröffentlichen. Das heißt, an einem Tag, dem Sonntag, wenn dann, weiß nicht, 50 Videos mit einmal veröffentlicht. Ja, gut. Mal gucken, ob das funktioniert. So, wir haben einen neuen Merchandise. Also, Quatsch. Nein, Söldner. Jetzt haben wir also zwei. Und die können wir jetzt quasi eigentlich direkt wieder auf eine neue Mission schicken, noch mehr holen. Ja, komm. So, dann haben wir dann irgendwann 4 und dann haben wir irgendwann 5. So, was wir jetzt auf jeden Fall erstmal machen, ist das Dark Ritual wieder aktivieren mit 10%. Achso, ich bin voll mit. So, danke. Dann machen wir erstmal hier unsere Combo an. So. Halt. Ja. Danke. Dann. Achso, siehst du? Bei meinem Tablet. Oder wir können ja erstmal hier gucken, ob wir es hier schaffen. Aber es wird definitiv nicht funktionieren, dass wir hier jetzt einen Boss besiegen, weil. Ja. Der ist halt ein bisschen sehr stark und wir sind ein bisschen sehr schwach. Es wird also nichts bringen. Okay. Das heißt, ich werde das mal mit meinem Tablet machen. Da bin ich ja schon ein bisschen stärker. Da werde ich mal mit dem Tablet den Boss besiegen, sodass wir uns dann die Belohnung abholen können davon. Witzig, die Zahl sinkt um kein bisschen. So. Danke. Genau, wenn man es nicht schafft, hat man in einer Stunde wieder Versuch. Oder man kann auch halt Offizier wieder nochmal direkt kämpfen. Das heißt, wenn man um 0 Uhr anfängt, kann man quasi bis zu 24 Mal kämpfen. Also wenn man wirklich nicht um 0 Uhr beginnt, aber wenn man wirklich jede Stunde einmal spielt. Maximal plus minus ein paar Minuten, dann kann man quasi bis zu 24 Mal pro Tag gegen so einen Boss kämpfen. Würde uns aber in dem Moment auch nichts bringen, weil wir machen absolut gar keinen Schaden. Wie steht es hier eigentlich? Total Damage, genau, 13.000 gerade mal. Von, ja, das hier ist die Anzahl an Nullen. Das heißt, wir machen gerade mal 5. Oder vielmehr 4. Von 604. Das ist ein bisschen wenig. Aber dann mache ich mal ganz kurz hier. Ein auf Killer. Ja, hier habe ich natürlich Instakill. Ich weiß gar nicht, ob man sieht, aber bei mir hier habe ich direkt Instakill. Sieht man wahrscheinlich nicht so. Noch 4 Sekunden. Ne, man sieht gar nichts. So. Dann collect die Belohnung abholen. Und das gleiche können wir jetzt auch. Gehen wir mal hier nicht auf den Sack. So, das gleiche können wir jetzt dann auch hier machen. So. Das heißt, jetzt ist der Boss besiegt. Oh, muss ich erstmal aktualisieren. Today. Genau, besiegt. Und jetzt kann ich hier... Den Schaden haben wir gemacht.
Und das ist der Schaden, den ich mit meinem Tablet gemacht habe. Deswegen auch Insta-Kill, weil der Boss hat halt ein E606, war das, glaube. Und wir haben halt mit alleine mit einmal zuklicken, haben wir 1E4000 Schaden gemacht. Das ist ein bisschen viel. Genau. So, das heißt, wir bekommen wieder 4 Hero Souls gerade mal. Schade, ich hoffe, das werden immer mehr, denn. Oh ja, gut. 4 Hero Souls haben oder nicht haben. Was soll's. So. Wir haben einen Fisch. Dann muss ich mal ganz kurz überlegen. Das schaffen wir vielleicht jetzt innerhalb der nächsten 4 Folgen, weil die nächsten 4 Folgen werde ich am Stück aufnehmen. Genau, da ist nichts mehr. Ascenden. Lohnt sich halt mit 20 nicht wirklich. Das ist das Problem. Weil wir haben jetzt 60 Heroes, das heißt, wir würden unser Gesamtdamage gerade mal um 0, ja, um ein Achtel erhöhen. Das ist ehrlich gesagt nicht so viel. Wobei, naja, um ein Viertel, sagen wir mal, grob um ein Viertel. Und das bringt ehrlich gesagt nicht wirklich was. Wir könnten dem ja noch ein Level spendieren. Dann wäre er doppelt, also anderthalbfach so stark. Dafür würden wir aber hier halt 10% verlieren, knapp. Es wäre also ein Gewinn. Oh, noch ein Fisch. Nice. Machen wir mal nicht. So. Achievements haben wir mittlerweile fast ein Viertel. Alter, warum haben wir so viele? Lol. Ich habe noch nicht mal die erste Transcension und habe schon ein Viertel aller Achievements durch. Ist nicht schlecht. Okay, mal gucken. Wie schaffen wir den Boss? Ja, den Boss schaffen wir schon locker. Gut, dann kann ich auch ins Aktive wechseln. Also in den Fortlaufmodus da. Fast Forward. Und dann spendieren wir dir mal hier wieder ein paar Level. Oh, wir kriegen 25. Ah, lol, Alter, ist ja hier, ist ja ein Witz. Das ist ja kein Problem, das ist ja hier, Alter. Ja, wir haben über Nacht ein bisschen Geld verdient. Das ist halt das Schöne bei diesen Idle Games, dass wenn man halt eine längere Zeit nicht spielt, während der Zeit wenigstens schön Boni anhäuft. In dem Fall halt Gold. Das ist schon nicht schlecht. Und gucken wir mal. Wie weit wir jetzt kommen. Was haben wir hier? Alexa, okay. Es wäre halt schon, wenn er hier ein bisschen geboostet wird, ne? Aber naja. Wie man sieht, genau der da drüber und genau der da drunter, aber er selber natürlich nicht. Das läuft leider immer so. Also, ja. So, wir könnten denen jeweils wieder ein paar Level geben. Dann bleibe ich mal hier kurz. Oh, wir haben wieder einen Boss. Lol. Und auch wieder ein Primal. Der gibt auch wieder Hero Souls. Dann würde es sich ja mittlerweile doch fast lohnen zu ascenden. Jetzt haben wir halt 30. Das ist dann schon, das macht dann schon einen etwas größeren Unterschied. So, aber auf jeden Fall versuche ich erstmal hier. Warte mal kurz, bleib mal bitte da, wo du schön schnell arbeitest. Genau so. Und dann verteilen wir nämlich hier nochmal ein paar Level. So. Oh ja, gut, so viel bringt das jetzt nicht. Das ist gerade mal
Ist ja eine Heroes soll die wir jetzt bekommen haben dadurch. Ah ja, na gut. Die Sache ist halt, wir müssen halt 2000 Heroes Level immer hier kaufen für eine Hero Soul. Und das, ja, ist halt. Oh, wir haben gerade mal eine einzige Hero Soul durchbekommen. Ja, hat jetzt nicht so viel gebracht. Gut. Schade eigentlich. So, dann wollen wir mal Frostleaf hier wieder hochleveln. Wobei das ganz schön teuer ist. 5E35, das schaffen wir noch. No, mal gucken, mal gucken. 50stel davon haben wir jetzt schon. Fähigkeiten benutzen brauchen wir noch nicht. Lohnt sich noch nicht. Wobei, so wie es aussieht, lohnt sich das wahrscheinlich nie. Alter, diese Quick Essence würde wieder 150 bringen. Ist ja. Warum ist das so viel höher? Das make no sense. Ich meine, das ist natürlich gut, klar, das ist geil, aber ich dachte eigentlich, die Quick Ascension ist eine Ascension. Deswegen heißt sie ja auch Quick Ascension. Weil man quasi ascenden kann, ohne neu zu starten, also ohne zu ascenden quasi, also ohne wieder Anlauf zu haben, deswegen dieses Schnelle. Aber das ist ja keine Quick Ascension, sondern das ist quasi eine Quick Ascension plus plus. Wenn man das mal so betrachtet. Okay, ich stagniere ganz schön. Also es ist ein bisschen langsam. Vielleicht machen wir doch mal hier ein paar Sachen rein. Zum Beispiel erstmal die beide hier, wenn ein bisschen schneller geht, ein bisschen so, ein bisschen balabala bum bum. Level 208. Das ist nicht schlecht. So. Bam, bam, bam. So, dann machen wir jetzt mal das Ding hier. Der hat leider keine Sicherungsholz gebracht gerade. Schade. Ja, das ist halt, ne, die Standardwahrscheinlichkeit, dass man einen Primal Boss bekommt, liegt halt bei 25%, glaube. Oder bei 20%. Aber glaube bei 25%. Das heißt halt nur jeder vierte Boss gibt halt Gold. Hero Soul. Und das mag man halt schon. Ein bisschen. So, der ist jetzt auch aufgebraucht. Dann machen wir jetzt mal der Lucky Strike. Den setzen wir auch gleich zurück, damit wir dann danach nochmal Lucky Strike verwenden können. Übrigens habe ich noch nicht erwähnt, in dem Let's Play jetzt, in dem alten Let's Play schon. Man kann diese Dinger hier auch aktivieren, sieht man hier unten mit den Hotkeys, indem man auf der Tastatur die entsprechenden Tasten, die entsprechenden Zahl drückt. Also das ist quasi, wenn man die 1 drückt und hier die 3 und hier unten die 9, ne, kann man halt die Tasten drücken, werdet ihr gleich sehen. So, ich drücke jetzt zum Beispiel die Taste 3, 4 und 5 gleichzeitig, badadam, alle drei aktiv. Sehr schön. Das macht den gewissen Unterschied. Oh, können wir direkt den nächsten 25 Level kaufen, das ist sehr schön. Komm, komm, schneller, 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 schneller. Jawoll. Das Schöne ist, sobald der hier auf 275 ist, hat man auch in der Regel meistens so viel Geld, dass man dann auch zu Dreadknight steigen kann. So als grobe Richtlinie. Ob das immer funktioniert, weiß ich nicht, aber so als grobe Richtlinie. Heißt also, wenn man hier 275 erreicht, ist man zumindest auf einem guten Weg dahin. So, gleich kommt der nächste Boss. Ob wir den schaffen? Er ist aber leider kein Primal Boss. Schade eigentlich. Also schaffen tun wir den. So, was haben wir hier? 200. Da haben wir einmal King Medias. Dann haben wir einmal Bräule lalalala. Achso, und jetzt nochmal für 220. Da haben wir Frostleaf! Ja, leck mich doch am Arsch! Nice! Nochmal 50% Zuwachs. Okay, ist das nicht so viel wie 400% Zuwachs? Oder 304% Zuwachs? Das ist ja quasi mal 4, ist ja 300%. Aber es macht schon einen gewissen kleineren, feineren Unterschied. So, ein Fisch.
Und wir haben wieder eine Ruby bekommen. Mittlerweile haben wir 6 Rubies bekommen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich könnte mir noch mal ein paar kaufen. Hier so ein Ding einfach mal noch mal, ne? Ist ja nicht so teuer. Spaß. So. Na, 3E36, ob wir das jetzt schon noch schaffen, müsste man mal schauen. Ich würde halt doch jetzt tatsächlich gerne bis Level 300 kommen, aber es sieht so schwer aus. Andererseits, wir haben ja noch ein bisschen Power. Ich meine, die Combo ist halt gerade mal bei 24.000. Und wie gesagt, ich würde die 4 Folgen einfach mal durchziehen, also hintereinander weg aufnehmen, ohne dabei den Browser zu beenden. Das heißt, wir schaffen das mit der Combo relativ weit zu bringen. Und dann geht's ab. Weil ich will nämlich die erste Transaction relativ schnell durchhaben. Weil sobald wir zum ersten Mal transcendet haben, bekommen wir dann ja diese Transcension Power. Diese überweltliche Macht. Und diese Macht macht mich geil. Meine Stimme schon wieder, ja. Meine Halsschmerzen sind zum Glück weg. Meine Rachenentzündung ist quasi nicht mehr vorhanden. Aber wenn ich sehr viel rede, oh ja, warmer Kaffee am Morgen. Das tut gut. So. Wir bräuchten eine Goldkiste. We need a chest. Wobei Chest heißt ja nur Kiste. Gibt es für Goldkiste einen besonderen Begriff im Englischen? Oder heißt es einfach Gold Chest? Weiß ich gar nicht. Also Gold Chest geht natürlich auf jeden Fall, weil wir sagen, das heißt dann einfach Goldkiste, aber kann ja sein, dass, weil ja die Amerikaner so eine Goldgräber sind, ne, so Goldgräberstimmung und so, dass die für eine Goldkiste nochmal einen extra super Begriff haben, wie der Heilige Gral oder sowas. Weiß man ja nicht. Ich meine, das ist ja bei uns genauso. Bei uns gibt es den klassischen Kelch, aber es gibt auch einen Kelch, der hat halt einen besonderen Namen, der Heilige Gral. Wobei, muss ich schon mal zugeben, der Heilige Kelch, der hat eine geile Background-Story. Also, ob die natürlich so stimmt, weiß ich nicht, habe ich nie nachgeguckt. Aber wer The Da Vinci Code kennt, also der Film The Da Vinci Code, der kennt die Bedeutung des Heiligen Grals. Und weiß auch, dass es in Wirklichkeit gar kein Trinkgefäß ist, sondern eigentlich eine geometrische Form. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen. Ja. Guckt euch den Film an, ist ein schicker Film. The Da Vinci Code und Sakrileg. Quatsch. The Da Vinci Code und wie ist der andere Film? Doch, Sakrileg. Quatsch, nein, nicht Sakrileg. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Der eine ist der Da Vinci Code. Und dann gibt es dafür noch so ein Pardon. So ein Pardon. Dieser Monster, der auch mit Tom Hanks ist. Aber ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Der ist auch gut. Also gibt es ja mittlerweile noch einen Film mit Tom Hanks. Und zwar irgendwas mit Fire. Aber das ist ja ein relativ ganz neuer. Der mir persönlich auch nicht so sehr gefallen hat. Muss ich sagen. Aber ja, egal. So. Mittlerweile haben wir eine Kombo von 31.000. Ist gar nicht mal so schlecht. So, jetzt haben wir mittlerweile den hier. Das heißt, jetzt können wir uns auch bald den hier leisten. Moment mal. Ach, ich bin noch dumm. Ist doch 375, nicht 275. Eben, wir haben immer noch ganz schön Differenz. Okay. So, auf jeden Fall machen wir am besten an der Stelle erstmal eine kleine Folgenpause. Erstmal gucken wir noch hier, was wir jetzt. King Medias nochmal. Schade.
Kiwi Diaz hat das mittlerweile schon mehrere. Da schon zweimal gilt Bonus, also insgesamt plus 100%. Bringt das leider nicht so viel. Schöner wäre es halt, wenn er hier 50 hätte. Aber das wird so schnell leider nicht passieren. Schade eigentlich. Na gut, dann würde ich mal sagen, mache ich erstmal eine kleine Folgenpause und dann sehen wir uns dann alsbald wieder zur nächsten Folge, die dann quasi gleich im Anschluss kommt. Genau.